Herzlich willkommen. Wir möchten heute gerne Ihnen einen Teil unserer Exzellenzstrategien der Universität Leipzig vorstellen. Und das sind momentan wir beide. Mein Name ist Alexandra Weigelt. Ich bin Professorin für funktionelle Biodiversitätsforschung, also Biologin von Profession. Ja, und ich bin Teil der Klimaforschung in Leipzig, also an der Universität Leipzig. Bin ich selber tätig als Professor für theoretische Meteorologie. Und außer uns gibt es natürlich noch eine ganze Reihe andere, die sich mit den Klimathemen befassen in Leipzig. Also wir kommen sozusagen von der Atmosphäre und interessieren uns dafür, wie die Atmosphäre im Klimawandel reagiert. Eine Spezialität, das werden wir gleich noch genauer sehen, eine Spezialität der Forschung bei uns in Leipzig ist die Frage nach den Wolken, wie Wolken auf den Klimawandel reagieren und wie sie den Klimawandel auch antreiben. Gerade wenn wir die Luft verschmutzen. Luftverschmutzung hat einen Einfluss auf Wolken und das wollen wir uns gleich angucken. Genau, und wir kommen von der Teil der Biosphäre, also quasi von unten nach oben, während Johannes von oben nach unten schaut und haben einen klaren Schwerpunkt an der Uni Leipzig, der Biodiversitätsforschung. Wir beschäftigen uns also damit, ob es einen Nutzen hat, unter anderem auch für uns Menschen, wenn wir viel Diversität haben an Pflanzen, an Tieren. Ich persönlich präferiere Pflanzen, aber wir haben auch viele, die sich mit Tieren beschäftigen. Und was das für eine Interaktion mit dem Klima zur Folge hat, das ist etwas, was wir untersuchen möchten in unserem Exzellenzcluster und wo wir Ihnen ein paar Sachen einfach vorstellen möchten. Ja gut, dann steigen wir ein. Also darum geht es, das ist sozusagen das Neue, was wir uns vorgenommen haben. Die Idee nämlich, dass Klimawandel und Biodiversitätswandel, ja, also die biologische Vielfalt ändert sich zum großen Teil natürlich, wird geringer häufig und natürlich das Klima erwärmt sich mit den ganzen Facetten, die damit auch einhergehen und diese Dinge wechselwirken. Das ist also die Idee, die vermutlich bei vielen von Ihnen schon irgendwie im Raum steht, die aber in der Forschung noch überhaupt nicht im Detail untersucht worden ist. Und das ist eben unsere Idee. Und einige erste Studien, das ist im Grunde genommen der Sinn der Sache heute, einige erste Studien können wir Ihnen schon vorstellen, die wir in den letzten Jahren, also brandneue Studien, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. Vieles davon ist vielleicht noch vorläufig, aber vermutlich ist es da gerade dadurch interessant, dass wir sehen, was ist jetzt das Neueste aus der Forschung hier aus Leipzig. Also, Sie können sehen, hier geht es um das Klimasystem. Das Klimasystem habe ich schon gesagt, aus unserer Sicht, wir interessieren uns für die Atmosphäre im Klimasystem hauptsächlich. Man könnte natürlich auch noch den Ozean betrachten. Und da spielt eine große Rolle, spielt erstmal die Energie, die Sonnenenergie, die das Klimasystem antreibt. Deswegen haben wir hier die Sonne gezeichnet. Und wenn man sich das anschaut, wie warm wird es auf der Erde? An der Erdoberfläche dann ist natürlich eine der Hauptrollen, einer der Haupteinflussfaktoren sind, wie viele Wolken sind da? Und die wiederum produzieren Regen. Also das ist, was wir hier kennzeichnen in der Wechselwirkung hier mit der Vegetation an Land, mit der Biosphäre. Und eine im Grunde genommen Tatsache, die eigentlich auch schon zumindest in guten Teilen verstanden ist, ist, dass der Verlust biologischer Vielfalt, dass der natürlich dadurch kommt, wie wir Menschen handeln, kommt natürlich dadurch, wie wir das Land nutzen, Flächen versiegeln, Landwirtschaft betreiben, aber er wird eben zusätzlich befeuert durch den Klimawandel. Und ein Aspekt des Klimawandels ist natürlich nicht nur die Erwärmung, sondern ein Aspekt des Klimawandels ist ja auch, wie sich die Niederschlagsverteilungen ändern. Das bedeutet, die Regenverteilungen ändern. Also in einigen Regionen und in den meisten Regionen tatsächlich auf der Erde insgesamt wird mehr Niederschlag fallen in einem wärmeren Klima. Eben in anderen Regionen wird weniger Niederschlag fallen. Und bei uns ist es also gerade so, dass wir eine gewisse Verschiebung haben von Niederschlägen in den Winter. Also im Winter wird es etwas feuchter, im Sommer wird es etwas weniger feucht. Extreme davon, die wir so eigentlich nicht verstärkt erwarten in der Zukunft, aber immer häufiger dann doch auftreten können, haben wir in den letzten Jahren beobachtet. Also starke Dürren im Sommer. Und wenn man sich also unsere Wälder anschaut, dann sieht man, dass das Konsequenzen für die Wälder hatte. Gerade da, wo in Monokulturen, also ausschließlich Fichten gepflanzt waren, sind diese dann letztlich verursacht durch die Dürre und dann andere Aspekte natürlich spielen dann rein, dass
gewisse Schädlingsinsekten dann eben eine bessere Chance haben, diese Bäume dann zum Absterben zu bringen. Also das ist die eine Richtung dieser Wechselwirkung, um die es heute geht. Und die andere Richtung der Wechselwirkung ist zunächst mal, dass man sieht, da wo die Biodiversität höher ist, am Beispiel des Waldes, also da, wo wir einen Mischwald haben, wo wir Artenvielfalt innerhalb eines Waldes haben, da sind die Auswirkungen dieser Dürre bei weitem nicht so dramatisch gewesen. Sie sehen auf dem Foto also die Teilbereiche des Waldes, wo Mischwald steht, die sind eben von diesem großflächigen Absterben verschont geblieben. Und das ist ursächlich durch die Biodiversität. Aber was eben unsere Idee ist, dass darüber hinaus es Aspekte gibt, und wir werden Ihnen einige heute erläutern, es gibt Aspekte, wo der Verlust an biologischer Vielfalt tatsächlich den Klimawandel selber auch in seinen Facetten beeinflussen kann. Und da haben wir einige Ergebnisse, die gehen natürlich dann ins Detail, wie es sein muss bei der Forschung. Wir sind am Ende Expertinnen und Experten in unserem Teilgebiet, aber wir hoffen, dass es für Sie interessant ist. Das Dritte, worum es uns geht, ist natürlich, ist das Bewusstsein da. Nicht zuletzt Fridays for Future haben sehr stark natürlich das Thema Klimawandel ins auch Bewusstsein der Politik und der Gesellschaft gerückt in letzter Zeit wieder. Und dadurch und einfach auch, weil der Klimawandel mittlerweile, wir wissen natürlich über den Klimawandel, wissen wir eigentlich, wir in unserem Fach wissen seit über 100 Jahren über den Klimawandel Bescheid, aber dass die Politik auch anerkannt hat, der Klimawandel ist da und er ist gefährlich, ist ja mittlerweile auch schon, ja, der Weltkonferenz in Rio de Janeiro 1992, also 1992 ist eigentlich allgemein anerkannt, der Klimawandel ist menschengemacht, er ist bedrohlich und wir müssen handeln. Trotzdem jetzt nochmal über 30 Jahre, 31 Jahre seit dem Gipfel in Rio, ist natürlich der Klimawandel immer weiter fortgeschritten. Und das heißt, man sieht jetzt sehr viel klarer die Auswirkungen und in der Kombination, die jungen Leute sehen, dass nichts passiert ist und drängen darauf, dass endlich gehandelt wird. Und andererseits, wir alle sehen die Auswirkungen mittlerweile des Klimawandels. Und deswegen glaube ich, ist es mittlerweile, jedenfalls in Deutschland, breiter Konsens, dass gegen den Klimawandel gehandelt werden muss. Jetzt könnte man denken, eine Methode ist, dass man fossile Brennstoffe durch Biokraftstoffe ersetzt. Und das ist, was ich hier gezeichnet habe. Man könnte ja überlegen, man ersetzt Diesel durch Palmöl zum Beispiel. Und das wird ja tatsächlich gemacht und haben wir ja auch in Deutschland über Jahre und nach wie vor subventioniert mit Steuergeldern. Aber das hat natürlich, und das ist eben der Punkt hier, das hat Konsequenzen dann wiederum für die Biodiversität. Denn da, wo das gemacht wird, werden Monokulturen angelegt, die zum Teil dann auch noch zusätzlich durch Pestizide und Düngemittel zum effizienten Wachstum gebracht werden müssen. Und das in der ganzen Kombination führt natürlich dazu, dass eben zunächst mal in der Vegetation selber, aber dann eben auch im ganzen Ökosystem es zu einem Verlust der biologischen Vielfalt kommt. Also menschliches Handeln gegen Klimawandel und gegen Biodiversität muss eben diese Verzahnung der beiden Probleme berücksichtigen. Das ist also der dritte Schwerpunkt, den wir heute nicht so sehr behandeln werden, weil wir von der Biologie und der Meteorologie hier sind. Aber wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen aus unserer psychologischen Forschung in Leipzig und auch der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Denn am Ende werden wir sicherlich am besten Politik und Gesellschaft zum Handeln bewegen, wenn es auch in unserem ganz eigenen wirtschaftlichen Interesse ist und wenn die Regulierung so gesetzt wird, die politische Regulierung so gesetzt, die Anreize so gesetzt werden, dass es zum Nutzen von Biodiversität und Klimawandel ist. Es gibt in unserer Wissenschaft, in unseren beiden Wissenschaftsfeldern, dem Wissenschaftsfeld Klimawandel und dem Wissenschaftsfeld Biodiversitätswandel, gibt es wissenschaftliche Gremien, die international den Stand der Wissenschaft regelmäßig zusammenfassen. Im Bereich Klima ist das, was wir auf Deutsch manchmal Weltklimarat nennen, das Intergovernmental Panel on Climate Change, das IPCC.
Und im Bereich Biodiversität ist es der Weltbiodiversitätsrat oder eben eigentlich das Intergovernmental Science, die Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Denn ein Interesse natürlich der Biodiversität ist es, dass alles, was wir der Biodiversität und der Biosphäre verdanken als Menschen, das sind die Ecosystem Services. Und zum ersten Mal vor 2 Jahren haben diese beiden höchsten wissenschaftlichen, wenn man so will, Gremien in diesen beiden Feldern sich zusammengesetzt und haben untersucht, was braucht es jetzt, nachdem wir eigentlich viele Facetten des Klimawandels verstanden haben und viele Facetten des Biodiversitätswandels verstanden haben, was braucht es, um den nächsten Schritt zu gehen und eben diese Verzahnung zu verstehen? Und da wurde es eben zusammengefasst anhand dieser gemeinsamen Sitzung. Es ist, dass es zwar anerkannt ist, dass der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt miteinander verbunden sind, und zwar in der Gesellschaft. Bei vielen von Ihnen ist es vielleicht im Bewusstsein, bei der Politik auch tatsächlich in der Wissenschaft eigentlich im Bewusstsein, aber in der Praxis, in der wissenschaftlichen Praxis, werden sie weitgehend in ihren eigenen Bereichen behandelt. Und weiter ist eben auch die Aussage, die Verknüpfung dieser Bereiche ist gerade jetzt besonders wichtig, wie ich erläutert habe, weil wir jetzt gerade eigentlich weltweit sich auf stärkere Maßnahmen in den beiden Bereichen einzustellen scheinen. Gut, also das ist also sozusagen unser Logo und unsere Perspektive, wo wir dann hinwollen insgesamt als Forschung und was wir Ihnen, habe ich noch was? Genau, nee. Und was wir Ihnen heute mitgebracht haben, sind eigentlich 3 Studien, wo wir Ihnen wirklich im Detail erklären, was haben wir denn jetzt schon rausgefunden? Sie wissen vielleicht, in der Wissenschaft geht das so, man findet was raus, man schreibt dazu einen Aufsatz. Und dann muss es natürlich von anderen Expertinnen und Experten weltweit nochmal begutachtet werden und verifiziert werden, ob wir nicht vielleicht irgendwo Fehler oder Schwächen drin haben. Soweit sind wir noch nicht. Wir haben es aufgeschrieben, wir haben es eingereicht. Also Sie sehen, dass hier wirklich brandneue Ergebnisse zum Teil. Aber ich hoffe, dass ich Sie überzeuge, zumindest, dass da interessante Ideen sind und dass da was Interessantes rauszufinden ist. So, gleich genau. Übergebe ich an, ich glaube, ich fange noch an und sage, wie die Wälder riechen, ne? Keine Ahnung. Ist egal, wer von uns beiden das sagt. Mach du weiter. Genau. Also im Endeffekt geht es uns um diese Verzahnung von den beiden Schwerpunktsthemen, Biodiversitätsforschung oder die Bedeutung von der Veränderung der Biodiversität und Klimaforschung, wie also Biodiversität unter anderem auch auf das Klima wirkt und andersherum. Und ein Beispiel, was wir Ihnen heute mitgebracht haben, ist die Frage, ob Wälder unterschiedlich riechen und natürlich für uns dann auch, ob dieser Geruch etwas mit dem Klima macht, zum Beispiel mit den Wolken. Und ein Beispiel, was wir uns da anschauen, machen wir anhand eines Experimentes. Es ist ein Experiment, was eine Plattform ist des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung, das ja auch hier in Leipzig ist, also deswegen auch Leipzig und die Uni Leipzig ein Schwerpunkt in der Biodiversitätsforschung. Das ist das sogenannte MyDiff-Experiment. Was wir hier haben, sind kleine Wäldchen, also diese kleinen Karrees, die Sie hier sehen, sind tatsächlich kleine Flächen. Die sind insgesamt ungefähr 8x8 Meter groß, in denen wir kleine Wälder unterschiedlicher Diversität angepflanzt haben. Also wir haben dort Monokulturen, das sind nur Individuen einer Art, nur Buchen, nur Eichen. Fichten haben wir nicht, aber nur Laubwälder, also unterschiedliche Laubbaumarten. Und es gibt kleine Wäldchen, in denen gemischte Arten stehen, also bis zu 4 unterschiedliche Laubbaumarten, die dort zusammenwachsen. Und das Experiment hier ist auch deswegen wichtig und bedeutend für uns, weil neben der Tatsache, dass wir verschiedene Bäume oder Baumarten hier haben, diese Baumarten auch mit unterschiedlichen Pilzen im Boden verknüpft sind. Wir nennen das Mykorrhiza-Pilze, das heißt, die Wurzeln sind verbunden mit unterschiedlichen Pilzen und da gibt es 2 große Typen davon. Es gibt solche Pilze, die außen an der Wurzel anhängen, da heißen wir Ektomykorrhiza, und es gibt Pilze, die Bäumchen in der Wurzel formen, die heißen Arbuskeln für Baum, die heißen arbuskuläre Mykorrhizen. Und die 10 verschiedenen Arten, da haben wir 5 mit der einen Mykorrhiza-Art und 5 mit der anderen. Wir untersuchen hier also, inwieweit die Baumartenvielfalt und auch die Vielfalt von diesen Pilzen einen Einfluss hat auf Ökosystemfunktionen. Wir hatten ganz viele verschiedene Messungen gemacht und eine Messung, bei der wir ausprobieren wollten, inwieweit wir eben diese Interaktion zwischen Diversität und Klima vielleicht sogar messen können, hat etwas damit zu tun, was für
volatile, was für organische, flüchtige Substanzen von unterschiedlichen kleinen Wäldchen ausgeschieden werden. Und was wir dazu gemacht haben, ist, wir haben in diesen verschiedenen Wäldchen solche großen, das sind tatsächlich solche Militärmasten gewesen, die wir aufgebaut haben in der Mitte, und damit wir unsere Kiste hier daran oben festmachen können. Die Kiste wiegt ungefähr 15 Kilo und in der Kiste sind verschiedene Pumpen und Filter. Das heißt, da wird die Kiste wird oben, sehen Sie ganz rechts, über dem Blätterdach der Wäldchen angebracht und dann saugt es die Luft an und dann werden Partikel bzw. organische Substanzen auf Filtern gesammelt. Und was wir damit machen ist, wir holen die dann runter nach einem Tag, wir machen das mehrere Tage nacheinander und dann haben wir diese ganzen schweren Pfosten wieder umgetragen in die nächste Fläche und haben unsere Kiste wieder da oben angebracht und so weiter. Da haben wir also ein paar Wochen mit zugebracht und in dieser anfänglichen Studie haben wir dann uns angeschaut, inwieweit, das habe ich hier mal schematisch dargestellt, inwieweit wir quasi, wenn wir eine Monokultur haben, also nur eine Baumart, oder wenn wir mehrere verschiedene Baumarten haben, sich diese flüchtigen organischen Verbindungen vielleicht unterscheiden. Tatsächlich ist es eine Studie oder ist es ein Ansatz, der so noch nie gemacht worden ist. Also wir wissen, dass wir diese VOCs oder BVOCs, wie wir sie nennen, dass Pflanzen das ausscheiden, das ist sehr gut bekannt, aber ob Pflanzen der gleichen Art in einem Bestand und Pflanzen unterschiedlicher Arten in einem Bestand einen unterschiedlichen Cocktail von diesen Substanzen abgeben und wie viel davon, ist bislang in der Art nicht untersucht. Und dafür haben wir eben dieses Experiment gemacht. Wir haben also da oben unsere Pfosten gehabt und die Fallen und haben uns diese flüchtigen organischen Substanzen angeschaut. Auf der rechten Seite, ich möchte gar nicht, dass Sie das im Detail angucken, aber das ist quasi unser Ergebnis oder eins der Ergebnisse für diese, das sind unterschiedliche Stoffgruppen. Ich bin kein organischer Chemiker, also ich kann Ihnen auch nicht ganz genau sagen, was das ist. Das machen wir in Kollaboration mit Kollegen vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, auch hier in Leipzig, die auch bei uns im Cluster mit drinnen sind. Haben wir also unterschiedliche Verbindungen gemessen. Und was Sie hier sehen ist, wir haben den Unterschied zwischen der Monokultur und der Mischung. Also einmal eine Monokultur mit nur einer, nur die Buche. Und dann haben wir die Buche und die Eiche und die Linde zum Beispiel und die Birke in einer Fläche zusammen gehabt und haben angeschaut, ob sich die Menge der Substanz verändert. Was Sie hier sehen, diese rote Raute sagt, ja, in den Mischungen haben wir tatsächlich aber weniger Substanzen. Also in unserem Vorversuch haben wir im Mittel weniger flüchtige organische Substanzen in einer Mischung gemessen als in einer Monokultur. Das sind Dinge, die wir jetzt noch verifizieren müssen. Wie gesagt, das ist tatsächlich etwas, was noch nicht publiziert ist, wir sind gerade dabei, aber was würden wir daraus schließen? Eigentlich hatten wir erwartet, dass da vielleicht mehr flüchtige organische Substanzen rauskommen. Und wir hatten vor allen Dingen auch erwartet, wichtig ist das, also die organische Substanz selbst, vielleicht ist nicht nur der erste Schritt, wichtig ist die Oxidation in der Atmosphäre zu Partikeln. Und diese Partikeln sind das, was Johannes interessiert, nämlich die regen zur Wolkenbildung an. Also es sind Nuklei, an denen Wassertropfen sich abscheiden und die würden quasi eine erhöhte Wolkenbildung und eine erhöhte Abregnung verursachen. Und das ist das, was uns interessiert. Haben wir hier organische Substanzen, die oxidiert werden zu Stoffen, die zu mehr Wolken bilden und dann möglicherweise auch mehr Regen? Also Diversität hat es einen Einfluss auf die Wolkenbildung. Momentan, soweit sind wir noch nicht, das wird tatsächlich alles in großen experimentellen Kammern gemacht, haben wir nur herausgefunden, dass offensichtlich die Diversität einen Einfluss hat auf den Cocktail, der da abgegeben wird. Inwieweit das den Effekt auf Klima, also auf Tröpfchenbildung, auf Wolkenbildung beeinflusst, ist genau etwas, was wir in unserem Exzellenzcluster untersuchen möchten. Aber möglicherweise hat das einen deutlichen Effekt. Ja, ich will das nochmal erläutern. Ich habe hier mal so ein Tannennadelöl Bart mitgebracht, aber wir machen das zum ersten Mal. Mir war nicht klar, dass man das hier jetzt schlecht riechen kann. Selbst wenn ich es öffnete, würden sie nicht riechen. Aber Sie können sich vielleicht vorstellen, dass Wälder riechen. Und diese Partikel, die Alex Weigelt gerade, von denen die geredet hat, also diese Gase, die da emittiert werden, das ist das, was man riecht. Also tatsächlich, die Bäume emittieren Substanzen, die werden zu Partikeln und unsere Nase nimmt diese Partikel dann als Geruch wahr. Und deswegen also die Idee, wie die Wälder riechen und dass eben die Wälder, die Mischwälder, weniger riechen als Monokulturen, ist unsere Hypothese und die ersten Daten weisen darauf hin. Jetzt ist es so, eben wie Alex schon sagte,
Wir interessieren uns in der Meteorologie an der Universität Leipzig und eben auch unsere Kolleginnen und Kollegen interessieren uns dafür, wie Wolken wechselwirken mit dem Klima. Und Wolken, wenn man da reinzoomt, Wolken bestehen aus kleinen Tröpfchen. Jedes von diesen Tröpfchen bildet sich auf einem sogenannten Kondensationskeim. Das sind die Partikel in der Atmosphäre. Also das Wasser ist nicht einfach nur Wasser, sondern da braucht es solche Kondensationskeime, Partikel. Und diese Stoffe sind eben die Partikel. Das heißt, weniger Partikel und weniger Wolkentröpfchen. Das ist die Konsequenz. Wir können noch weiter schauen in die Wolke. Und das ist die nächste Studie, die ich mit Ihnen mal anschauen möchte. Denn besonders interessant sind Wolken für uns in der Meteorologie natürlich, wenn sie anfangen zu regnen. Denn das hat dann natürlich große Auswirkungen, ist klar, gerade auf die Biosphäre. Also die Frage, wann fangen Wolken an zu regnen? Und ich weiß nicht, wie gewohnt Sie sind, auf geografische Verteilungen zu schauen. Wir in unserem Fach gucken ständig auf eine Weltkarte. Wenn wir das Klima uns anschauen, dann gucken wir, wie das Klima in den verschiedenen Weltregionen ist. Also schauen Sie mal an, das sind die Weltregionen in so einer rechteckigen Projektion. Hier ist Nordamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Australien und so weiter. Und was hier farbig dargestellt sind, ne, in den Büchern meiner Kinder sieht man manchmal Landesgrenzen und so weiter, hier ist auch nicht das Klima farbig dargestellt, sondern hier ist dargestellt, wenn es regnet, also wir schauen uns vom Satelliten an, wenn es regnet, was ist das für eine Wolke? Ist das eine Wolke, die aus flüssigem Wasser besteht oder eine Wolke, die aus Eis besteht? Denn die Wolke besteht ja immer aus Wasser, aber wenn es eben über 0 Grad Celsius ist, dann besteht diese Wolke aus flüssigem Wasser. Und wenn es kälter als 0 Grad Celsius ist, dann kann die aus Eis bestehen. Aber das ist ganz interessant, in der Atmosphäre muss die dann nicht aus Eis bestehen. Erst ab, wenn es sehr kalt ist, minus 40 Grad Celsius, dann besteht sie auf jeden Fall aus Eis. Aber dann in dem Zwischenbereich kann es Eis oder flüssig sein. Und das hängt eben davon ab, ob es auch wieder Partikel in der Atmosphäre gibt, die dazu führen, dass die Wolkentröpfchen gefrieren. Und diese Studie erstmal war folgendermaßen die Frage eben, wenn es regnet, ist das aus einer flüssigen Wolke oder aus einer Eiswolke? Und wie Sie sehen, in den Subtropen über den Ozean, ja, da ist es häufig eine flüssige Wolke, die da regnet. Also da nieselt es praktisch ständig über dem Ozean, sind wir natürlich selten, aber unsere Kolleginnen und Kollegen, die da messen, sind da nicht so, interessieren sich gerade für diese Wolken, aber über Land praktisch nie. Praktisch der gesamte Regen, den wir hier haben, ist aus Eiswolken. Da ist immer Eis beteiligt. Und das ist natürlich deswegen, weil die Temperatur sehr stark sinkt mit der Höhe, weil oben ist es kalt. Und selbst jetzt, selbst wenn es jetzt regnet, ne, obwohl es, naja, bei uns der Frühling war natürlich sehr kalt, aber selbst wenn es im Sommer regnet, dann ist da Eis involviert, weil es fängt sehr weit oben in der Atmosphäre an, sie den Regen zu bilden. Und hier darf ich Ihnen auch, wir sind ja in einem Unibund hier, deswegen darf ich Ihnen auch vielleicht eine wissenschaftliche Grafik nochmal verdeutlichen. Wir zeigen dann immer auf zwei verschiedenen Achsen, zwei verschiedene Größen und schauen, wie die miteinander zusammenhängen. Und hier ist die Frage, die wir hier uns gestellt haben, anhand wieder von Beobachtungen von Satelliten in den Wolken. Was ist der Anteil Eis beziehungsweise flüssig? Also 100% hieße, alle Wolken bestehen aus Eis. 0% hieße, alle Wolken sind flüssig. Und das als Funktion der Temperatur, 0 Grad Celsius, oberhalb 0 Grad Celsius ist klar, alle Wolken sind flüssig. Das ist immer so. Wenn man auf 0 Grad erreicht, dann schmilzt der kleine Eispartikel, die Schneeflocke schmilzt sehr schnell, sodass immer flüssig ist. Unterhalb von 40 Grad ist es immer Eis. Aber eben, wie gesagt, dazwischen ist es nicht klar. Dazwischen, selbst bei minus 20 Grad ist immer noch die Hälfte ungefähr flüssig und nur die andere Hälfte der Wolken sind Eiswolken. Und das war jetzt also die Idee, dass es solche Partikel braucht, die dazu führen, dass sich der Hauptunterschied zwischen flüssig und Eis ist, flüssig sind so Kügelchen und Eis sind Kristalle. Das ist eine Kristallstruktur. Und da muss eigentlich so ein Partikel rein, der diese Kristallstruktur ausbilden hilft bei den Temperaturen. Und jetzt ist die Idee, Pollen sind solche Partikel, die dazu führen können, dass Wolkentröpfchen vereisen, unter 0 Grad. Und hier sind eine Reihe
Willst du das mal erklären? Mit den Pollenfallen? Was da gemacht wird? Genau, also wir haben ja in Leipzig einen Auwaldkran, der steht im nördlichen Auwald, wo wir insgesamt 35 Meter, also der Ausleger ist auf gut 30 Meter Höhe. Und auf dem, von dem Ausleger aus können wir, was wir jetzt hier sehen, mit unserer Gondel quasi Proben nehmen an Blättern und können da auch Instrumente festmachen und können da Kameras installieren. Das kommt im nächsten Beispiel. Das machen wir also mit Hilfe von unserer Forschungsgondel. Und oben auf dem Kranausleger, also da ganz oben, da kommt man hin, wenn man entweder durch den Turm des Kranes steigt oder aber die Kollegen machen das manchmal auch, dass sie mit der Gondel ganz nach oben fahren und dann natürlich entsprechend der Sicherheitsausrüstung hochklettern. Das ist eine Frage von, ob man schwindelfrei ist oder nicht. Also schwindelfrei muss man so oder so sein, wenn man da arbeitet. Da haben wir oben auf dem Kran so eine Pollenfalle stehen. Also das hier, das wäre so eine Falle. Also die ist oben an dem Geländer festgemacht und die wird regelmäßig geleert. Die leeren wir sommers wie winters einmal pro Woche. Also jeden Dienstag klettert jemand hoch und macht quasi diese Pollenfalle leer. Und diese Pollen werden alle gezählt und analysiert. Also wir analysieren die Art der Pollen und wir analysieren die Anzahl der Pollen. Und damit haben wir eine sehr gute Datenlage dazu, ob natürlich nur über diesem einen Standort, also über dem Leipziger Auwald, an diesem einen Standort. Wir können also jetzt in diesem Falle nicht sagen, wenn wir weniger Baumarten haben, wären es so. Und wenn wir viel mehr Baumarten haben, wäre es so. Dazu müsste man, wie in dem Beispiel davor, wieder einen unterschiedlichen Diversitätsgradienten, also unterschiedliche Baumartendiversität haben. Haben wir hier nicht. Aber was wir sehen hier, ist natürlich die zeitliche Veränderung. Also über das Jahr die Veränderung, welche Pollen sind wann da, wie viele Pollen sind wann da und unsere Kollegen können sich dann anschauen, was das für einen Einfluss hat, möglicherweise auf Klimaeffekte bzw. auf Wolkenbildung. Ja, dafür brauchen wir natürlich viele Beobachtungen. Die Wolken sind total variabel. Das heißt, wenn man sich eine anguckt, dann kann man kaum eine Aussage treffen, da waren Pollen drin oder waren keine drin. Aber eben weil Pollen natürlich nicht nur für uns in der Biodiversitätsforschung oder Klimaforschung relevant sind, sondern eben auch Allergien auslösen und Asthma auslösen, gibt es eine American Association of Asthmatics and Allergies, glaube ich, AAAAS, glaube ich. Und die messen, die haben solche Pollenfallen über ganz Amerika und haben uns ihre Daten nach einem langwierigen Prozess, wir mussten Anträge schreiben und das mussten begutachtet werden und so weiter, haben die uns tatsächlich ihre gesamten Daten gegeben für viele Jahre, sodass wir die wieder mit unseren Satellitenbeobachtungen verschneiden konnten. Und das ist das Ergebnis. Das ist nicht viel vielleicht sieht es aus, aber es ist dann doch viel. Also wir waren überrascht, dass wir ein deutliches Ergebnis sehen. Als ich zum ersten Mal gehört habe, Pollen, die machen Regen, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen geschmunzelt und gedacht, das stimmt meines Erachtens nicht. Ich gucke mir mal ernster, erstmal, das glaube ich erst, wenn ich es in Satellitenbeobachtung sehe, dass es wirklich über viele Jahre einen systematischen Unterschied gibt. Und den Unterschied gibt es, und die Publikation haben wir auch gerade eingereicht, es gibt einen Unterschied. Der ist nicht riesig, ne? Denn ganz viele andere Faktoren spielen natürlich auch noch eine Rolle. Verschiedene andere Partikel, was das für eine Wolke ist und so weiter. Aber immerhin, wenn viele Pollen vorhanden sind, sehen wir, etwas mehr Wolken sind vereist. Die Pollen führen dazu, dass die Wolken vereisen. Und was bedeutet das, wenn wir den Rückschluss ziehen und haben gesagt, wir hatten ja vorher schon gesehen, wenn Eis, dann mehr Regen. Also wenn Pollen machen mehr Eis, machen mehr Regen. Das bedeutet im Schluss, das ist jetzt natürlich etwas sehr weit aus dem Fenster gelehnt vielleicht, aber man könnte denken, die Wälder machen sich ihren Regen. Das ist natürlich relevant auf sehr langen Zeitskalen wahrscheinlich, aber über einen Zeitskal der Evolution kann das schon natürlich relevant sein, dass da, wo Pollen emittiert werden und auch wo die Diversität hoch ist, dass die ersten Bäume fangen schon im Februar an, dann die nächsten im März und so weiter, dass man das eben da, wo die Diversität hoch ist, über den Wäldern besonders eben systematisch dieser Regen häufiger fällt, sodass die Wälder eben nicht nur im Regenwald, sondern eben auch bei uns, auch in den USA in diesem Fall, sich ein positives Klima machen. Das ist also eine interessante Idee. Das ist jetzt nicht für den menschengemachten Klima wahrscheinlich relevant, weil es auf längeren Zeitskalen relevant ist, aber trotzdem was wir mit Ihnen teilen wollten, weil wir ganz fasziniert sind davon. Genau, und das dritte Beispiel, was wir Ihnen darstellen wollten, war die Frage, was wir von der Ausrichtung von Blättern lernen können. Das scheint jetzt als erstes mal natürlich eine triviale Frage zu sein. Also jeder von Ihnen, denke ich, wenn Sie zumindest irgendeine Pflanze bei sich zu Hause im Topf wachsen haben oder Sie haben einen Garten, den Sie beobachten können, weiß, dass Blätter sich in ihrer Stellung verändern können.
Das ist zum einen der Fall, dass die das über den Tageslauf tun. Also tatsächlich richten sich Blätter unterschiedlich aus. Es gibt Pflanzen, die ganz deutlich ihre Blätter nach der Sonne ausrichten. Auch das sieht man sehr gut, wenn Sie zum Beispiel an Sonnenblumenfeldern vorbeifahren. Dann sehen Sie, dass sich sowohl die Blüte, aber durchaus auch die Blätter in einer gewissen Art und Weise nach der Sonne richten. Und was man natürlich gerade bei den Zimmerpflanzen, also bei meinen beobachte ich das durchaus regelmäßig, obwohl ich Biologin bin, sieht man das, wenn die kein Wasser haben und nicht genug Wasser haben, dass sie die Blätter hängen lassen. Also auch diesen Trockeneffekt sieht man natürlich sehr deutlich. Und das ist auch etwas, was uns gerade bei dem Blattwinkel besonders interessiert, weil wir eben die Effekte von Klimawandel, und Johannes hatte das schon ausgeführt, dass wir vor allen Dingen hier, das wissen Sie selbst, viel mit Trockenheit und Trockenphasen zu tun haben. Und auch, wenn Sie im letzten Sommer und auch im Jahr 2018 und 2019 im Leipziger Auwald spazieren gegangen sind, gesehen haben, dass es große Zeiträume gab, wo tatsächlich die Bäume die Blätter haben hängen lassen. Das Ding ist, das mag sich einfach anhören, aber es ist zwar keine schwierige Messung, so einen Blattwinkel zu messen. Also ich habe das schon in meinem Studium gelernt früher, da nimmt man einfach im Endeffekt ein Geodreieck und hält es an das Blatt dran und müsste dann den Winkel ablesen. Aber bis man tatsächlich die Daten zur Verfügung hat, um so einen ganzen Baum zu charakterisieren, geschweige denn so einen Baum über den Tag zu charakterisieren und es auch noch irgendwie in einer längeren Abfolge zu machen, das ist nicht trivial. Das heißt also tatsächlich ist die Quantifizierung von Blattwinkelstellungen etwas, was bislang in meinem Fachgebiet etwas ist, was sehr stiefmütterlich behandelt worden ist, weil das so ein enormer Aufwand ist. Also da stellt sich keiner hin und sagt, mein armer Doktorand muss jetzt irgendwie tagelang nur Blattwinkel messen an einzelnen Bäumen. Deswegen hat ein Kollege von uns eine Methode entwickelt. Das ist auch ursprünglich gemacht worden am Leipziger Auwaldkran. Da haben sie tatsächlich, das war vorletztes Jahr, da hat er Kameras, also ganz einfache Kameras im Baum verteilt. Und mit diesen Kameras hat er quasi die ganze Zeit die Blätter fotografiert. Hat also immer alle so und so viele Sekunden Blätter gemacht und hat damit tatsächlich die Blattwinkel sich angeschaut. Es sieht folgendermaßen aus. Also wenn Sie sich das im Zeitraffer anschauen, auf der linken Seite sehen Sie, das ist jetzt in dem Fall ein Bergahorn, wo die Kameras sind. Das sind also die Bilder, die er sich anschaut. Und dann auf der rechten Seite sehen Sie, da ist aufgetragen die Tageszeit. Also wir fangen hier morgens um 6 an und hören abends um 23 Uhr auf. Und hier ist der mittlere, der durchschnittliche Winkel aller Blätter, die er in der Kamera quasi automatisiert erfasst, angegeben. Und Sie sehen hier, dass man mit der Methode sehr schön die Veränderung der Blattstellung in so einem ganzen Baum über die Zeit messen kann. Wieso ist es wichtig? Also für uns, wir finden es sehr cool, das ist tatsächlich auch schon publiziert jetzt, eine von den Studien. Das ist deswegen wichtig, weil wir mit einer relativ billigen Methode, also wir hängen so ein paar Kameras da in die Bäume rein, können wir hervorragend quantifizieren, ob sich diese Blattwinkel ändern. Warum ist es vom Prozess, vom Mechanismus her wichtig? Blattwinkelstellungen sind zum einen ein Anzeichen dafür, für Trockenreaktionen von Blättern. Und wir können die für unterschiedliche Baumarten messen. Da kommt dann wieder rein, ob sich diese Blattwinkelstellungen in gemischten Wäldern mehr ändern als in nicht gemischten Wäldern. Wir reden hier natürlich jetzt von Laubbäumen. Bei Nadelbäumen ist das eine andere Baustelle. Die haben keine solchen deutlichen Veränderungen der Stellung, der Blattstellung. Und was aber auch wichtig ist, also wir schauen von unten, aber wichtig ist es auch von oben. Wenn Sie Satellitenbeobachtungen haben, also Fernerkundungsdaten, und wenn wir auf große Flächen gehen wollen, müssen wir Fernerkundungsdaten nehmen, dann ist es wirklich wichtig, ob die Blätter sich unterschiedlich verhalten, weil die Abstrahlung des Lichtes auf der Blattoberfläche sehr stark vom Blattwinkel abhängig ist. Das heißt, für diese ganzen Modelle, die werden dann also diese Fernerkundungsdaten werden über Modelle quasi projiziert, hochgerechnet auf ganz viele Informationen. Die Gemischung der Wälder, die Größe der Wälder. Wir messen da Grünheitseffekte. Und das ist aber sehr stark vom Blattwinkel abhängig. Und das heißt, jetzt sind wir in der Lage, sowohl für Monokulturen als auch für Mischungen, den Blattwinkel zu quantifizieren und damit Rückschlüsse auf den Trockenheitszustand zurückzuschließen, auf Abstrahlungsprozesse zurückzuschließen. Das ist also ein ganz wichtiger methodischer Aspekt, der uns hier vorwärts bringt. Genau. Kann ich noch mal einhaken, warum uns die Strahlung so besonders interessiert in der Klimaforschung, in der Meteorologie? Weil natürlich die Sonne treibt das Klimageschehen an. Aber da kommt es immer darauf an, wie viel von dem Sonnenlicht wird denn tatsächlich absorbiert. Der Rest geht zurück ins Weltall.
Und je nach Blattstellung wird also mehr oder weniger absorbiert. Die Wälder sind von oben gesehen heller oder dunkler und nehmen mehr oder weniger Sonnenenergie auf. Und das ist das, was uns dann wiederum interessiert. Was aber dann auch wieder Konsequenzen natürlich hat, welche Bäume in den niedrigeren Stockwerken wie gut wachsen können. Ja, und damit kommen wir zu unserem Schluss. Vielleicht fasse ich noch mal kurz die drei Studien zusammen, weil wenn Sie nachher noch Interesse haben, können wir gerne uns noch Zeit nehmen für Fragen und für Diskussionen. Ein bisschen Zeit, Frau Roland, 9 Minuten hätten wir noch. Und zwar, wie die Wälder riechen und was das mit den Wolken machen. Unsere Idee ist, also Mischwälder riechen vielleicht, sagen wir zur Sicherheit noch mal, weniger. Und das könnte mehr Sonne durchlassen und mehr Regen machen. Das hängt dann eben mit diesem Einfluss auf die Wolken zusammen, dadurch, dass weniger solche Kondensationspartikel da sind. Zweitens die Pollen und wie sie zu Regen führen können. Die Pollen hatten wir gesehen jetzt, und das ist schon ein deutliches Signal, lassen die Wolken vereisen. Und dadurch wird häufiger Regen gebildet, auch wieder. Die zwei Effekte, die jeweils zu mehr Regen über den Mischwäldern führen können. Und was wir von der Ausrichtung von den Blättern lernen können zum Schluss. Erstens, wir haben eine neue Messmethode entwickelt. Das ist in der Wissenschaft natürlich, neue Technologien helfen für neue Erkenntnisse und eben Rückschlüsse auf das Sonnenlicht. Und das haben wir jetzt, hast du das gesagt? Auf die Bodenfeuchte. Nee, hab ich gar nicht gesagt. Weil das einer der Stressfaktoren für die Pflanzen ist, haben die Kollegen gezeigt. Man sieht, wie feucht sind die Böden anhand der Blattstellung, weil die lassen die Blätter schlapp hängen, wenn nicht genug Feuchte da ist. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne noch Fragen. Ja, herzlichen Dank. Was sind das genau für Partikel bei Feinstaub, wovon wir reden? Meistens reden wir von Schwefelpartikeln, wenn wir die Autoabgase meinen. Da ist natürlich auch Reifenabrieb dabei und andere Dinge. Aber für die meisten von diesen Partikeln, die sind vor allen Dingen relevant als die Kondensationskeime. Die Partikel, die dann zum Vereisen führen können, das sind ganz spezielle, weil die brauchen diese Kristallstruktur. Und der Feinstaub hat nicht die Kristallstruktur. Der ist wichtig für den ersten Effekt und tatsächlich aber, das ist ein kleiner Effekt. Wahrscheinlich der Effekt auf den Regen ist wahrscheinlich ein kleiner. Der Effekt auf die Helligkeit von Wolken ist ein größerer Effekt. Aber der auf den Regen, wenn man das trotzdem übersetzt, würde man denken, etwas weniger Regen sogar in den Städten aufgrund des Feinstaubs. Das Faszinierende an der Erdatmosphäre und warum mein Fach auch Meteorologie heißt, ist ja, dass es Wasser nicht nur als Gas gibt, sondern auch als in flüssiger und fester Form, nämlich die Wolken. Aber der Wasserdampf ist natürlich besonders wichtig. Wasserdampf, die Wasserdampfverteilung, da kann man, könnte ich natürlich ganze Vorlesungen zu halten, ist klar, aber vielleicht ein Detail dazu ist, dass in einer wärmeren Atmosphäre mehr Wasserdampf vorhanden ist. Also wenn Sie vergleichen, im Sommer und im Winter ist im Sommer viel mehr Wasserdampf in der Atmosphäre als im Winter in den Tropen, wenn Sie aus dem Flugzeug im Urlaub vielleicht mal steigen oder vielleicht nicht gerade Tropen, aber weiter südlich ist sehr, sehr viel feuchter als in hohen Breiten. Und das ist relevant zum Beispiel für den Klimawandel, denn wenn die Erdatmosphäre sich erwärmt, haben wir mehr Wasserdampf in der Luft, aber es ist so, dass Wasserdampf eben auch wie CO2 ein Treibhausgas ist und das ist ein sehr stark verstärkender Effekt auf den Klimawandel. Der ist bekannt, der ist in unseren Projektionen beinhaltet, aber der Klimawandel wäre ungefähr 60% schwächer, hätten wir kein Wasser in der Atmosphäre. Dann hätten wir natürlich ganz andere Probleme, wenn wir kein Wasser hätten, aber das ist ein stark erwärmender Effekt. Ja gut, dann danken wir Ihnen nochmal für die Aufmerksamkeit und wer noch Fragen hat, können gerne noch zu uns kommen.